Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Das Saboteur mit Million Pirates, wir machen weiter. Wir sind hier wohl gerade, wenn ich das richtig sehe, Gesamtkarte mal anzeigen. Danke. Wir sind gerade bei der Hauptmission, ne? Ja, wir haben nichts anderes. Na gut. Oh. Hier ist Jill. Und Skylar. Spritztour gefällig? Die Gegend soll zu dieser Jahreszeit traumhaft sein. In der Tat. Meine Freunde brennen darauf, ihren Preis zu sehen. Dann sollten wir sie nicht enttäuschen. Ein Ausflug an die Küste. Es ist immer noch Akt 1. Ich hätte gedacht, dass wir mittlerweile bei Akt 2 oder so sind, aber... This is Bell. Yep. Yep. Machen wir. Okay. Müssen wir wohl... Also hier ist unser oh, hier ist unser Wagen. Hier ist ihr Wagen, ne? Hier ist ihr Wagen. Hm. Wir müssen uns von deutschen Kontrollpunkten und Patrouillen fernhalten. Das wird nicht einfach. Keine Sorge, ich kenne eine Nebenstraße aus der Stadt raus. Die Route ist auf deiner Karte markiert. Also, Skylar Sinclair, Geheimagentin. Wie bist du da reingeraten? Jede Frau hat ihr Geheimnis. Vermutlich war ich schon in unserer ersten Nacht nur ein Job. Ein Aufriss vielleicht, aber noch nicht im Dienst. Wie ist es, mit Lügen sein Geld zu verdienen? Ein bisschen wie in der Highschool. Was wirst du nach dem Krieg machen? Willst du das den Rest deines Lebens machen? Kommt drauf an, wer gewinnt und ob ich überlebe. Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Wenn wir die Kiste haben, wer besorgt? Da sitzen wir nun. Ein Pärchen, das zu einem Picknick aufs Land gefahren ist. Klingt romantisch. Aber ob die Crowds uns das abnehmen? Oh, die nehmen alles, was ich ihnen verkaufe, Schätzchen. Überlass das Reden einfach mir. Naja, wir sind mittlerweile schon bekannt, ne? Könnte schwierig werden. Panzer. So, wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir hin, ist die Frage. Such nach der Kirche. Park außer Sichtweite. Lauf dir auf der Straße. Okay. Es geht doch nichts über eine Landpartie, um alle Sorgen zu vergessen. Ich wüsste da noch was Besseres und ich würde sagen, diesmal hast du es mehr als verdient. Hm, klingt verlockend. Jetzt nicht. Erst kümmern wir uns um Bishop. Okay. Das war die Mission. Achso. Autofahren. Ja. Das war die schwerste Mission, die ich je hatte. Alter, das ist eine Mission, aber es war damals so. Damals extremer tatsächlich. Da gab es nicht so einige Missionen. Es gibt auch ganze Cutscenes als Missionen. Die gab es auch schon. Also das war damals ein bisschen anders. Ich weiß, heutzutage teils auch noch so. Heute, wenn es heutzutage aber bringt, dann ist es mehr ein Kritikpunkt. Weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Habe ich eigentlich noch? Ich habe keine Muni mehr. Ja. Ja, der reicht. Sprengstoff habe ich, aber Muni, da geht so, ne? Von der Einwaffe zumindest. Aber. Es ist echt. Daran besteht kein Zweifel. Diese Irren haben es tatsächlich gefunden.
Unglaublich. Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Mann, Mr. Devlin. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Wir hatten einen Deal. Ich habe Ihre Kiste durch halb Frankreich geschleift und dabei eine Menge Leute umgelegt. Jetzt will ich dir, Kerr. Keine Sorge, Sie kriegen ihn. Ich habe verlässliche Informationen, dass Ihr Freund keine Meile von hier entfernt ist. Dirk ist hier? In Le Havre? In der Zitadelle. Er will mit einem Zeppelin nach Berlin fliegen. Wenn Sie gleich aufbrechen, erwischen Sie ihn noch am Boden. Na, dann los. Da wäre noch eine letzte Sache, Mr. Devlin. Sie hatten nicht zufällig einen Blick in die Kiste geworfen, oder? Tja, wie Sie schon sagten, das geht mich nichts an. Freut mich, das zu hören. Wiedersehen, Mr. Devlin. Weidmanns Heil. Wenn ich schon hier bin, das würde zu lange dauern. Ah, hier kann ich Muni holen. Hey, j'ai des armes, Monsieur. Doppelläufige Schurfen, da würde ich mich auch mal interessieren, ne? Oh, nehm ich mal mit. Ja, Stealthen ist ja eh so ein bisschen, ja, ganz ehrlich. Das ist viel zu... Also entweder bin ich zu doof oder das ist zu schwer. Genau. Genau, ja. MP4 MG. Mhm. Genau, mal so. Okay. Oh, ich bekomme noch Schmuggelgut. Oh. Ja. Passt. Schon, warte. Pino, ein Agent, hat unten an den Docks einen deutschen Versorgungslaster sichergestellt. Ohne ihn dürfte es schwierig werden, durch das Vordertor zu kommen. Seit wann bist du auf meiner Seite, wenn es um Dirka geht? Bin ich nicht. Dein Rachefeldzug ist verrückt. Aber ich habe dich eben erst eingeschleust und keine Lust, dich schon wieder zu verlieren. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Sei kein Arschloch. Ich habe dir ein Geschenk in den Laster gelegt. Es wird dir gefallen. Na gut, danke sehr. Dein Wagen behältst du, ne? Hm. Irgendein Auto? Genau. Aber was Cooles hast du nicht, ne? Na, ja gut. Ja, tut's auch. Hm? Jetzt, hä, was war das denn für eine Kamerahaltung? Na gut. Alter, der linke Reifen da, der wackelt schon. Ach du, was ist das für eine Schrottkiste? Ja gut, ich hab's zum Glück nicht weit. Ja. Kannst behalten. Ich lauf zu Fuß. Devlin, Sie erwarten den Laster an der Zitadelle. Wenn Sie keinen Fehler machen, lassen die Sie rein. Na, vielen Dank. Ich dachte mir, du willst dich vielleicht umziehen. Das Zeug ist zwar nicht gerade schick, aber Mode war ja noch nie deine Stärke. Ciao, Skylar. Hm. Ah.
Ja, okay, jetzt kann es im Stealth natürlich doch ein bisschen leichter werden. Ja! Wieso rennst du vor? Ey. Hallo, das ist meine Straße. Das ist. Mein. Alter. Fahr doch mal. Ja, fahr auf deiner Straße, da, du Stück Scheiße. Dann passiert sowas doch nicht. Guck mal da jetzt. Da. Ja, alles gut. Das ist doch meine Straßenseite hier. Wenn ich mich einbiegen kann, ist Pech gehabt. So, genau. Da muss ich euch Deutschen erstmal erklären, wie man Auto fährt. Genau, mal wie der das hier macht. Der fährt ja schön. Ein bisschen Sicherheitsabstand. Gott sei Dank. Ein gut platzierter Sprengsatz macht Kleinholz aus dem Tor. Warte mal, wie kann ich jetzt eine platzierte Bombe, Erung? Genau, Aktion E, ja, gerade, Team packen. Arbeitsstrecken ist E. Fahrzeug Spezial. Nee, das scheint nicht zu gehen, aber... Ich bin auch einfach. Upsi. Die Saboteure immer, ne? Was für eine Frechheit! Och Mensch. Oh fuck, fuck, fuck. Die Schuppen ist nicht schlecht. Was soll das? Ich, oh. Warte. Okay, na?
Wow, oh, scheiße. Ja, leider hab ich gesehen. Ha! Oh. Gut. Ah, hier ist ein Spawnpunkt, ah ja. Okay, gut, die hätte ich alle. Einmal. Zweimal. Oh Gott, da ist ein anderer da. Na Dirk, du bist gut bewacht. Nur nicht gut genug. Er ist da, der Ire. Oh ja, oh mein Gott. Ah, was ist? So geht das. Oh, na no, fuck. Ah, ein Flammenwerfer. Mit! Beeilen. Dirk, du entkommst mir nicht. Ich bin immer dicht auf deinen Fersen. Jetzt hier runter. Okay. Hi. Schön von hinten. Sehr schön. Und wir sind unten. Easy. Was ist? Wolltest du irgendwas loswerden? Was? Hey. Auf mich zu gucken, Alter. Okay, die Waffe war echt eine gute Investition. Gut. Nein, 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 lass es schön bleiben. Ach, der ist oben. Da geht's tief runter. Ist jetzt nicht gerade das Beste. Ah, Granate gefunden. Das rote Zeug sollte eigentlich drin bleiben. Na. Ja.
der trifft mich nicht. Was? Klar. Alles da wird zerstört, außer er. Natürlich. Aber so muss das. Ja, ist gut. Leute, ich muss meine... Ich muss meinen Zeppelin kriegen. Oh, easy. Okay. Von da ausgepackt und mal gucken. Nice. Und ich hab's noch rechtzeitig geschafft. Gut. Scheiße. Oh Gott, hier brennt alles. Jirka! Oh. Sterben sollen. Nicht so. Sie können nirgends hin. Ich finde sie überall.